Nach einem Bericht der Zeitung The Guardian sollen Eliten aus Aserbaidschan einen Geheimfonds von 2,9 Milliarden Dollar eingerichtet haben, um diese an europäische Politiker und Journalisten zu verteilen, damit diese Lobbytätigkeiten unterstützen. Zudem soll das Geld auch für Luxuswaren und Geldwäsche gedient haben. Das Geld soll in den Jahren 2012 bis 2014 über 4 undurchsichtige britische Firmen verteilt worden sein. Zunächst hatte die dänische Zeitung Berlinske über den Fall berichtet. Anschließend haben neben dem Guardian auch andere europäische Zeitungen zu dem Thema umfangreich berichtet. 30 Monate haben Journalisten in dem Fall recherchiert. Dem Bericht zufolge wurden auch hohe Geldsummen in die Türkei und die Vereinigten Arabischen Emirate geschickt.